Moin, willkommen zu einem weiteren Duo-Q. Meinerseits, diesmal bin ich mit AIM StarCraft unterwegs, einem YouTuber. Und ihr habt hier sogar die Möglichkeit, wenn ihr auf Zack klickt, das Spiel aus seiner Perspektive zu sehen. Wir werden die Videos beide gleichzeitig hochladen, natürlich verlinken und so weiter. Und ihr könnt quasi das gleiche Spiel aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Und ja, wie fühlst du dich mit Zack im Jungle? Warum hast du ihn gepickt? Ja, erstmal hallo. Genau. Wie du schon sagtest, ich bin auch YouTuber mit LoL-Guides und so weiter. Und ich fühle mich mit Zack im Jungle recht gut. Ist natürlich eher ein neuer Champion, deswegen habe ich ihn jetzt noch nicht so extrem oft gespielt. Aber ist auf jeden Fall ein solider Jungler. Vor allem der Jump im Late Game ist halt einfach so lustig, macht einfach so Spaß. Ja, das Krasse ist ja, dass er auch den Überraschungseffekt hat, wird ja nicht so oft gespielt. Aber ich habe ihn auch schon ein paar Mal gebannt gesehen. Ich selber, glaube ich, noch nie richtig gegen den gespielt. Ich glaube, nicht einmal bis jetzt im Ranked. Der wird im Ranked schon des Öfteren gebannt. Wobei der von den Winrates, sage ich mal, recht sich gut im Mittelfeld bewegt. So. Einfach in Ordnung. Hat halt extrem viel CC, aber nichts so Richtiges. Was mich am meisten an ihm stört, ist, dass er eine sehr schlechte. Wieso laufe ich da eigentlich hin? Wollen wir invaden? Nee, ich würde hier nur gucken. Nee, ich habe nur gepinkt, dass wir dort warten bis zum Zeitpunkt und dann die Golems fertig machen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass er einen schlechten Clear hat, also einen Lane Clear, weil er hat viel prozentualen Schaden und prozentualer Schaden ist ganz schlecht gegen Minions. Das schnell im Jungle ist aber geil. Ja, genau. Im Jungle ist er dann doch ganz gut, aber wenn man so eine Lane clearen muss und dann sind da 1000 Minions, dann musst du erstmal ewig rumstehen mit deinen Spells. Naja, ist ein bisschen nervig, aber der Jump ist einfach einmalig gut. Ja, weil du kannst ja auch aus echt gestörten Positionen rausspringen und somit halt ganken. Ich glaube, Varus ist jetzt verschlafen hat. Nee, kommt sogar noch. Muss man aber gut setzen, gut timen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Golem fertig gemacht. So, konnten jetzt die Golems stoppen. Das ist natürlich der totale Standard. Doch hier nimm die Pots auch nicht so früh mit Zack, damit seine Passiv ihn mehr heilt, als er Leben verliert. Das ist eine echt interessante Mechanik, die er da in dem Fall hat. Auf dem PBE war das richtig gestört. Da hat er hat ein paar Entwicklungen durchgemacht, was die Kosten angeht. Und am Anfang, also jetzt kostet ja alles 4% seines aktuellen. Und am Anfang war das so, dass zum Beispiel sein Sprung 12% seines aktuellen Lebens gekostet hat. Ach, okay. Und dann, ich glaube, sein W war das einzige, was, also sein Clear-Mechanismus für den Jungle war 4%, aber auch dieser Faustschlag war irgendwie auch bei 6 oder 8%. Also du hast halt echt derbe Minus gemacht. Und das haben sie dann halt geändert. Also logischerweise geändert. Weil das ist ja echt teilweise nicht normal, was da auf die zukommt. Und fand schon ganz praktisch, weil ich war ganz kurz davor, als ich hier die Fähigkeiten von ihm vorgestellt habe, habe ich das ein bisschen verlegt vom Zeitraum her. Und hätte es halt beinahe. Ich hab schon gedacht, dass es genau steht. Oh, das war schon ordentlich. Guck mir mal, TF hat kein Escape. Ach, kommt natürlich aber direkt raus. Schade. Ich bin irritiert, dass Varus eher seinen Aufladungspfeil skillt, anstatt den Flächendamage. Das kenne ich eher so. Nice. Gut. Natürlich jetzt kein Assist zu meckern. Da hat man dann natürlich nicht mehr zu meckern. Nee. Also er hat jetzt auch diesen Pfeilhagel gemacht, so zum Teil. Aber was mich jetzt ein bisschen genervt hat, ich konnte nicht nochmal rein. Aber ist okay. Ich brauche keinen Assist. Oder eigentlich brauche ich ihn doch, Mann. Schade. Aber ist gut, dadurch habe ich noch meine Summoner-Spells und alles zur Verfügung. Soll ich euch meinen Gegner? Nee, bringt nichts. Ist der so? Ne? Oh, warte mal, der ist ganz schön gestört. Also, das kommt auch dazu. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier was. Ich bin gleich da. Mal zum ja, ich bin gleich ja, da. Ja.
Tschüss. Nice. Gut gemacht. Vielleicht auch ein bisschen unnötig, aber ich dachte, eh du noch mehr HP verlierst. Und er noch irgendwas Gestörtes macht. War schon besser so. Lieber sicher. Weil wir dann Safe Kill dann jetzt. Hat den bekommen, Akali, super. Perfekt. Gerade Akali braucht den Feed. Ich werde ihre Linien durchbrechen. Wir versuchen nochmal auf Vayne zu gehen. Achte hierbei auf die. Ach, schade. Ist irgendwie schade, dass man die Creeps nicht denyen kann. Todesfall incoming. Er schreit ja richtig. Yay, danke, Thresh. Er hat mich mit meinem Schild zu ihr gezogen. Bitte. Da muss ich mich natürlich herzlich bei ihr bedanken. Und bei ihm. Passiert? Wird eng. So. Kann man jetzt natürlich ein paar mehr Warps holen. Blubberst hier völlig rum. Ja, der Sustain im Jungle ist so krass. Man stirbt praktisch gar nicht. Immer Ewigkeiten einfach weiterfahren. Das ist immer die Frage, ob man dann bleibt oder nicht. Also wie lange man bleibt. Ich mache jetzt noch den letzten. Dann gehe ich endlich mal einkaufen. Oh shit. Oh, tut mir leid. Nee, das war mein. Hast du den bekommen? Ja. Oh kacke, ich wollte dir nur helfen, dass es noch ein Hit ist. Und ich habe den. Das Ding macht nur 60 Schaden. Scheiße. Ja, Mann. Tut mir leid. Ja. Aber ich habe jetzt ein Wort quasi für free. Kacke, das war wirklich dumm. Vayne hat jetzt auch irgendwas komisches gemacht. Alter, Vayne ist auf der Top-Lane? Hast du es gesehen? What the fuck? Ist gut für uns? Varus outfarmt die auch extrem. Wir müssen jetzt Vayne sofort töten. Whoa. Ach, die traut sich einfach. Die macht einen Tour und Mann hier. Aber die schafft das vor allen Dingen, das ist das Witzige. Ja. Kali ist Level 6. Ja, die hat jetzt durch. Oh, nice. Oh Gott. Noch gut gerettet. Ja, hat sie gut gemacht. Aber es geht halt jetzt gerade super viel Farmflöten. Varus wird jetzt, denke ich, bald Level 6, weil ich jetzt die Lane ein paar Mal verlassen habe. Das erste Licht dämmert. Und Level 6 gegen Level 3 ist auf jeden Fall schon gefährlich. Ich kann jetzt auch gerade nicht viel ganken. Ja, das ist okay, da kannst du wirklich im Jungle komplett hoch tüten. Also wir, Varus macht das gut. Freest hier die Lane so ein bisschen. Ich kannst du da dann später noch was probieren, aber die Frage ist, ob Vayne jemals wieder zurückkommt. Auch Nasus haben wir jetzt nicht so häufig gesehen. Ich weiß jetzt nicht, von wem der Ping kam. Alle Lanes gepusht. Ich werde euch beschützen. Ah, den hätte ich eigentlich stealen können. Wenn ich das geschickt gemacht hätte. Kali folgt jetzt den beiden. Ach, schade. Ach, Thresh ist auch da. Hey. Ich darf nicht fallen. Auch es lässt sich überhaupt nicht beirren. Oh, wenn sie ihn jetzt noch snipen, ist er witzig. Ah, das war's. Du brauchst keiner. Nicht mal ich. Zu mir. Die braucht wirklich kein Schwein. Okay, Vayne ist das Level 4, muss aufpassen. Natürlich ordentlich. Ich kam jetzt auch nicht mehr mit meinem Exhaust dran, aufgrund der Situation an der Wand. Komm mal als nächstes dein Bot mal. Ich habe jetzt auch Ulti bereit. Und Flash und Exhaust dann auch. Es ist ein Ward auf dem unteren Lanebush quasi. Also zu denen, der ist frei. Ja, also musst du halt vom Treebrush kommen. Da müsste es eigentlich noch relativ sauber aussehen. Ich geh jetzt kurz zum Dragon. Weil er dort mal ein bisschen
Platzierungs-Action machen. Rumble wird gegankt, ist klar. Das erste Licht. Wow, das war gar ein ziemlich schneller Warhaus. Freibusch, weißt du nicht, oder? Aber ihr habt jetzt eben. Oh, Alter, Wayne ist ganz schön. Kann ich nichts machen. Ich glaube, du könntest von hier aus mal reinjumpen. Achso, soll ich, ja. Okay, ich würde mich versuchen, die mal richtig festzunageln. Ja, die bleibt, das ist tödlich. Okay, ich geh jetzt rein. Ne, wir gehen aufs Flash. Egal, das Flash. Oh, hat er gut geflasht. Ja, warte, ich krieg den. Ich hab Tower Aggro. No, wir sind so schlecht. Varus stirbt jetzt auch. Varus wird executed. Und du auch. Oh Gott, das war grad übelst bitter. Oh Gott. Nein, help. Wieso muss ich dich finden? Komm schon. Oh ne, ich dachte, die sind übelst wie Teile zum Tower geflogen, oder? Wie bitte? Wie viele Teile sind da zum Tower geflogen? Einer, glaube ich, noch, aber. Oh, das war ein epischer Fail gerade. Hilfe. Ja, wir haben ja 2 Kills gemacht. Bis dahin war es okay. Ich meine, du bist gestorben. Wir haben 2-1 getradet, oder? Na, Varus wurde executed, ja. Wenn man das jetzt so sagen kann. Aber ich habe halt meine Ulti verkackt. Ja. Gut, also, ja, Varus hat erst einmal die Ulti gemacht. Wenn ich da überlebt hätte, dann wäre das in Ordnung gewesen. Aber jetzt auch nur Akali gestorben. Dann doch recht bitter im Endeffekt gelaufen. Ich habe auch meine Zenith-Klinge verfehlt. Ist auch nicht gerade perfekt. Auserwählte der Sonne. So, die Frage ist. Okay, ich konnte einen slowen. Ich glaube, Akali wird ihm jetzt. Ja, Akali wird ihn holen. Okay, ich war mir jetzt nicht sicher, ob der jetzt noch. Wir gut können Drake machen. Ich habe aber keinen Smite-Klatsch. Ja, wobei war noch das tot. Alter Schwede, was hat die bitte für eine Range? Oh, wieder Top-Gank. Top-Gank? Okay, das ist gut. Ja, Akali ist hier. Jetzt aber. Akali ist hier der voll der Hunter. Da brauche ich nicht zu helfen. Ah, leider voll crash. Voll lustig, die Schleimteile einzusammeln. Kann ich helfen? Ich bin Mana los. Ja. Aber ich denke, mit Varus müsste das sowas hinkriegen. Ja. Kali ist ja ganz schön am Ausrasten. Keine Ahnung. Blamed Rumble, dabei wird er halt von TF gegankt. Ich meine. 0-2, mein Gott. Alter Schwede, der Damage. Oh, bitter. Aber Varus hat wieder seine Ulti nicht benutzt. Ich habe einfach keine Leertaste, das ist so bitter. Sehr nice gemacht von mir. No, TF, lass mich in Ruhe. Oh ne, der hookt ja die. Ich dachte, er könnte mir jetzt helfen. Oh komm, töte bitte beide mit dem Pfeil. Gut, hab pushen am Tower. Ja, jetzt seine. Ja, das war übelst dumm, dass die geblieben sind. Kriegt jetzt hier noch Wayne. Witzig.
Das war gerade so dumped, dass sie einfach hier sich alle nochmal formiert haben. Weil dann einfach nur sein super Flächendamage kommt. Das war super gut für uns. Ganz ehrlich. Ich werde euch beschützen. Aber trotzdem war es schwerst mehrfach unkoordiniert. Wichtig ist, dass Varus auch gut farmt. Sieht nice aus. Aber ja, er ist auch ein bisschen am Overextenden. 500 Gold for free. Das rote Team bedankt sich. Ich darf nicht fallen. Ich denke mal, der Red Buff geht an dich. Ja. Ich kann auch Varus lassen, aber. Nein, nee. Der hat sich das gerade. Der hatte gerade einen gehabt. Aber den so zu vergeben. Ist irritiert. Also immer, ich bin immer bei so einer Inkonstanz irritiert. Hier geil gemacht auf der Botlane. Alle getötet und dann overextended der gegen TF wohlgemerkt. Wie begast. Okay, ich würde einen anderen Minion treffen. Gut. Oh Gott, was geht da wieder? Okay, nice. Das war wirklich naiv, dass die so weit. TF hat übelst die Mana. Tschüss! Boom. Oh. Schön aus dir. Das war schön. Jetzt können wir direkt zwei Power pushen, wir sind drei Leute tot. Go, go, go. Das ist natürlich nice jetzt. Ihr müsst jetzt mal bitte bei mir bleiben. So. 6 TF. So, ja. Ich bin out of Leben. Warum so aggressiv? Das muss überhaupt nicht sein. Ah, ja, aggressiven Schweine. Nein! Ich wollte noch rausflashen, bevor meine Blocks aktivieren. Ah, der Tower räumt schon wieder meine Blobs ab. Immer der Tower. Okay, nice. Ja, hat sich trotzdem auf jeden Fall gelohnt. Ach, ich kann zu niemandem geben. Ah, das ist geil an Akali. Das Geile an Jace ist, dass er einfach unseren Tower zerstört. Der zerstört auch noch. Nee, das schafft er nicht. Na, seid ihr da mal nicht so sicher? Nee, schafft er nicht. Tschüss. Das ist lustig, wenn man einfach eine Ulti auf jemanden macht, dann einfach weggeht. Ist sofort. Tschüss. Wie sieht's mit dem Dragon aus? Ach, dann Varus da oben wieder. Ja, Varus ist overextend, Varus. Der chillt. Wie viel hat er jetzt abgegeben? Steht nicht da. Wollen wir das Deal? Oh, Dragon ist da. Wollen wir es probieren? Ja. Ich würde jetzt ein bisschen weit warten. Der den Gegner wirklich zwei Tage vorher sehen. Du kannst dich erstmal alleine relativ gut mit dem prügeln. Ja, ich bin heißes Ding, Boy. Kali ist high. Ich gehe einfach so nicht rein. Nasus kommt. Sollten uns beeilen. Ich weiß nicht, wie lange wir uns prügeln können. Ja, das hat mehr als ausgereicht. Schaffst du es noch rauszuspringen? Weil sonst. Yay! Das ist so praktisch. Du kannst die machen.
genug Mana für eine Combo übrig. Ich werde euch beschützen. So, Vayne zieht sich zurück. Der macht. Ach ne, den Blue Buff haben sie jetzt gemacht. Ja. Bleib auf der Hut. Ich glaube, ich bin aber überlegen, ob ich gehe. Ich werde jetzt auch Varus mal pingen, in der Hoffnung, dass er sich zurückzieht. Oh, da kommt wieder der Gank. Oh nee. Alter, der ist tot, bevor ich da überhaupt ankomme. Weil sein Ulti noch übelst viel Damage macht. Varus, macht er da alleine sein Ding? Ist geil. Jetzt blamet er mich, weil ich meinen On-My-Way-Ping gemacht habe. Tut mir leid. Versuche jetzt mal Jace aufzuhalten. Weil wenn Varus schneller pusht als er, dann ist das eigentlich kein Ding. Dodo, jetzt rennt er durch. Er will wirklich. Bist du da? Nee, du bist auch gerade am Sterben. Oh ja, das bin ich. Oh Mann! Das Witzige ist, wir traden jetzt. Das ist so sinnlos. Ich kann einfach auf den einprügeln. Das bringt nichts. Heile ihn einfach. Weil auch einfach mal 100 Mark Christie weiter sein können. So hat Varus was geschafft? Er hat Tower geschafft. Kein guter Trade. Aber Varus bringt doch jetzt nicht mehr so viel, weil er wieder stirbt. Immer wachsam. Lass meinen Tower in Ruhe. So sind das. Oh, ich hasse Flash. Er wäre sonst tot gewesen. Das erste Licht dämmert. So, Varus ist wieder gestorben. Ja, das ist ein sehr, sehr unkoordiniertes Spiel. Jeder macht so ein bisschen sein Ding auf irgendeiner Lane irgendwie. Man hat zwar die Botlane eingerissen, aber irgendwie, wir haben halt einen ganzen Inhibitor verloren. Was soll das? Alter, der Damage. Ich komme dazu. Ne, er ist Toplane, okay. Du musst jetzt volle Hütte reinspringen. Springer. Ja. Ah, da hätte ich verloren sollen. Ich wollte den Tower retten. Leider ohne Erfolg. Wir müssen uns jetzt hier echt mal fokussieren. Also wenn wir schon mal vier dort sind. Ja. Ja, go. Der Kadi hat hier schon mal schön die Ulti rausgebaitet. Yeah, Killsteal Master. Ich hab dich mal geultiert, zur Sicherheit. Wow. Noch mal weg zur Sicherheit. Varus stirbt mal zur Sicherheit. Jetzt stirbst du für ihn. Jo. Oh, hätte die Zone besser getroffen, wären auf jeden Fall alle ganz schön low geworden. Und dadurch kann er hier durch die Pfeilgeschichte was machen. Wird auch noch eingeholt. Wie sagt der? Ja, das ist so witzig. Das ist das zweite Mal schon, dass sie das nicht einschätzen können. Das ist so geil. Das ist so geschützig. Du musst nur auf die Cooldowns warten, dann zerballert der die so dermaßen. Schnallen die nicht. Ah, das war auch noch vergleichsweise knapp. Eieieiei. Das ist hier ein echt witziges Spiel. Ja, ja. Das ist noch nicht gewonnen. Ja. Aber definitiv kein hohes Niveau. Das darf man nicht sagen. Teamkoordinationsmäßig nicht, ne. Auf beiden Seiten. Komisch. Schlimm ist es halt, Vayne langsam kommt. Das stört mich. Ja.
Wir sollten jetzt echt mal Bot pushen und diesen scheiß Inhibitor mal nehmen. Weil die haben unseren. Wir haben jetzt immer das Problem, dass es da drückt. Oder wir müssen Top the Tower nehmen, also eins von beiden. Ich würde sagen, ja, Kali bleiben. Kali möchte hier was drehen. Oh, Jace macht auch noch keinen Damage, ist auch geil. Hat ja echt super hohe Resistenzen zwar. What the fuck? Schaffst du es? Keine Ahnung. Matsch den mal tot. Yeah! Keine Ahnung, was das sollte gerade. Ist der dumm oder so? Oh, sie hat Guardian. Das ist super schlecht. So, wir können jetzt hier Drake machen. Hallo, das sind die sind halt zu viert und TF ist bald wieder da. Also wir müssen uns mal ein bisschen sammeln, aber. Ja, TF hat keine Ulti. Und ich würde ungern in drei Leute reingehen. In vier, wenn wir zu dritt sind. Jetzt Jace top noch. Ich fange jetzt an. Oh, nice. Tschüss. Aber das ist jetzt halt nur der. Oh, gute Ulti. Au, au. Burst Damage. Ich bin tot. Scheiße. Die Kneide ist so sinnlos. Ich hasse es. Und Jace macht wieder unseren Inhibitor tot. Macht jetzt bitte das da und dann bitte das da. Ja, ich geh dafür. Ah. Und dann müssen wir jetzt einfach noch volle Wucht die Top-Lane einfach. Du kannst gegen den kämpfen, der hat keinen Mana, keine Utility, nichts. Und in 5 Sekunden da, je nachdem wie lange du dich mit dem prügeln kannst. Ja, kämpf weiter, kämpf weiter. Ich bin jetzt am Leben. Aber vielleicht kannst du mal rausspringen oder mir entgegenkommen. Oder einsammeln. Sammel was ein. Yay! Das war natürlich super fies herausgebaitet mit dem Rumgeschleime. Und wir haben sogar geaced. Fantastisch. Wollen wir die Botlane, die Toplane komplett durchpushen? Ja, ja. Genau, da können wir jetzt noch den Tower for free mitnehmen. Nice, da ist komplett alles leer geräumt. Da sind immer noch Super Minions übrig. Ich komme auch jetzt weiter. Ist er wieder weg. Ja, jetzt sieht es eigentlich wieder sehr gut aus. War zwischenzeitlich aber nicht so. Kommst du immer angeschwungen, ey. Das sieht aus. Weil wir aus 1000 Kilometer sind, du bist doch Flapper. TF zu uns kommen, ey. Die sollen sich einfach nur zurückziehen. Ja, das geht aber nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir auch bleiben sollten. Ich würde mich zurückziehen wollen. Wir reagieren da jetzt volle Woche drauf. Zwei Leute in unsere Richtung. Nice, das hat erstmal übelst viel Geld gebracht. We were waiting for you. Okay. Ging noch. Zu mir. Wieso warten die für uns? Weiter nicht, falls jetzt hier Baron Action kommt. Das erste Licht, denn. Auserwählte der Sonne. Oh, da ist sogar. Oh shit. Ja, der hat auch Angst. Der Varus. Nicht der Varus, sondern der Jace. Ja, ich kann easy den Top pushen jetzt. Leider keine Wards. Mal hier ein bisschen Jungle Control. Also ich
finde, wir sollten den Barrel forcieren. Wir haben ja gar keine. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, ich habe sie getroffen. Oh nein! Yeah! Ich habe ihn aufgespielt. Oh nee, du bist so ein Tower-Opfer. Das ist so schrecklich. Hast du einmal von der Passive bis jetzt profitiert überhaupt? Einmal. Ja. Oh, danke, Wayne. Das ist wirklich ärgerlich. Shit, das war's. Mach's gut. Was war dumm? Die Klinge ist bei Rumble voll im Deutschen nicht Warnung, Warnung, sondern Varus, 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 Varus. OX sendet wieder, glaube ich. Ja. Ah, okay, eine Tower hat er zumindest. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Tschüss. Oh, schöne Ulti von DF. Aber er kriegt sie noch, okay. Ich def mal wieder. Das Schlimme ist, wenn der Gegner jetzt clever ist, versucht er den Baron zu machen. Das Schlimme ist, wie hat Varus es nicht geschafft wegzukommen, ist die Frage. Die waren doch alle schon safe. Oh nein. Kann man nur so dermaßen hart overextend? Ich verstehe es nicht. Jetzt geht, machen die Baron. Du weißt, ja, du musst jetzt von hier nach, ja, da, nach da springen. Flyby. Genau. Ich bin schon und ich mache einfach nur meine Ulti sowas. Haben die leider nicht versucht. Ich hab's so gerne gestealt. Ich verstehe noch nicht, dass du Base warst, Alter. Das ist so jetzt krass. Wir machen jetzt. Okay. Den hast du auch nicht gekriegt. Bitter. Boah. Akali macht jetzt alle tot. Oder der Baron macht die alle tot. Ne, ich hab ja die Wellen gekriegt, aber die hatte den. Oh Gott! Das war aber noch besser. Wie im Bilderbuch. So einer nach dem anderen. Aber Akali, Hauptsache, gerade noch geflamed, ja, und jetzt macht sie genau. Ne, das ist aber normal. Ja. Jetzt kommt Varus. Nicht sein, nicht sein. Wir haben doch eh schon Baron. Oh Gott, und Rumble geht auch rein. Yay, haben Vayne getötet. Geil, wir haben gerade 5 Leute für Vayne geopfert. 5! Das Geile ist, das ist Gold 1 bis Platin 3. Das ist einfach. Sieht aus wie ein bisschen aus dem Kindergarten. Bin aber auch gleich da. Ich weiß nicht, wie viel wir zusammen machen können. Nee. Tower können wir auf jeden Fall defenden. Wir haben zwar noch den Mitteltower, das ist ganz nice. Ich finde, wir sollten ihn einfach chasen, damit er nicht so schnell porten kann. Ich glaube, wir machen einfach Drake. Oh, das ist auch eine gute Variante. Wir haben den Inhibitor zerstört. Das ist bitter. Sag ja, die Minions sind besser als wir. Das ist fantastisch. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück und holen mir Cherelias und dann habe ich auf jeden Fall einen ordentlichen Spell zum Entkommen dabei. Ups. Varus? Nee, diesmal ist es Akali, die Oberextend. Vor allem, er hat Orakel dabei, jetzt verstehe das nicht. Wir brauchen Akali. Kali braucht, glaube ich, echt Hilfe. Ja, übelst am Longflame. Oh Gott, was geht da wieder? Wie tanky der ist, der Wahnsinn. Hast du gesehen? Dass du das überhaupt nicht mal ansetzt. Ach ja, der hat. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, dass der jetzt da reingegangen ist.
Nee, ich dachte, die kriegen euch, aber. Nee, oh, nee, Gott. die haben doch Baron. Oh Mann! Was ist das jetzt schon wieder? Dass dann der Kali auch noch so rumflankt. Komplett verantwortlich für den ganzen Scheiß hier. Vier, drei, zwei. Okay. War gerade noch so die Fälle hier. Weg. Ja, Kali versteht das mit dem Orakel nicht. Oh nein, ey. Das ist epic. Die ist so dumm. Das ist wirklich geil. Das Schönste ist, dass er sich selber noch feiert dabei. Das ist immer das Allerwitzigste. Die machen den Nexus. Ja, nicht dein Ernst. Ja. Das ist halt ein Epic Throw. Aber sowas gehört dazu. Also wenn das Team null Koordination hat und Akali sich halt echt krass feiert und dann sinnlos stirbt. Also es ist halt wichtig, weil mit Orakel ist sie sowas von verloren. Also derbe verloren. Ich glaube, jeder hat am Ende bei den Orakel gehabt. Gut, ich denke, wir sehen uns in der Statistik.